Dieter Segert war in der DDR aktiv. Er war an der Humboldt-Universität, ich glaube Parteisekretär in der philosophischen Fakultät. Er war dort beteiligt an dem Manifest Moderner Sozialismus, an dem ja viele beteiligt waren, die später auch in der linken Bewegung, auch in der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Rolle gespielt haben, wie Michael Brie und andere. Eigentlich bin ich jetzt auf ihn gestoßen bei der Vorbereitung unserer Russlandreise, die wir im Oktober machen. Und wir haben ihn eben jetzt als unseren Politreiseleiter für diese Reise engagieren können. Dieter ist im Osteuropa-Forscher und hat zum Schluss eben in Wien eine Professur für Osteuropa gehabt, nachdem er eben so ein Schicksal, ein typisches Wendeschicksal gehabt hat. Und dieses Wendeschicksal spiegelt sich ja auch in seinem Buch hier wieder, was eben auch eigentlich ein sehr persönliches Buch ist. Und wir haben zwei Reihen, in das dieses Thema reinpasst. Und dummerweise hatte ich also dann zuerst über die Ankündigung geschrieben, 1989, 1979 und es damit in diese DDR-Reihe gestellt, was auch eine gewisse Logik hat, denn vieles, was er in seinem Buch schreibt, bezieht sich auf seine Wendeerfahrung und so weiter, aber er möchte es ja auch gerade darüber hinaus treiben und da passt es eben auch in eine andere Reihe, die wir angefangen hatten mit dem Klaus Dörre, wo wir eben über den Neosozialismus gesprochen haben und die Frage, also welche neuen Perspektiven brauchen wir eigentlich oder brauchen wir wieder eine große Utopie oder eine kleine Utopie. Und es stellt sich natürlich auch die Frage, kann man und soll man überhaupt vom Sozialismus sprechen, wie Klaus Dörre das macht, wenn ich das hier richtig noch in Erinnerung habe. Dieter Segert vermeidet das so ein bisschen, davon zu sprechen, obwohl er auf der anderen Seite eben doch von dem Bedürfnis nach den großen Perspektiven spricht. Und darüber können wir ja auch sicherlich diskutieren. Und das Zweite war eben diese DDR-Erfahrung, was können wir aus dem Zusammenbruch des Staatssozialismus lernen. Und dazu haben wir ja auch noch einige andere Veranstaltungen. Als nächstes dann mit Thomas Kuczynski, dem Wirtschaftshistoriker, der ja auch einen recht prominenten Vater hat. Und das ist im September am... Und jetzt nicht, dass ich wieder mit dem Raum was falsch mache, das machen wir... In der alten Feuerwache, genau. Ne? Und dann machen wir noch eine Veranstaltung mit Daniela Dahn, die kommt jetzt toi, also da muss ich noch sozusagen die Finanzen für locker machen, das wird dann auch hier stattfinden am 7. November, die bringt ein neues Buch raus oder hat ein, und das wird Mitte September erscheinen, was irgendwie... Also es ist eine sehr kritische Aufarbeitung der Wendeerfahrungen und Daniela Dahn war ja auch schon mal hier in Köln bei der Marx-Veranstaltung und ich glaube, das wird sicherlich sehr interessant. Und dann machen wir noch mit der Frau Dr. Jessica Bock am 7. Oktober im Friedensbildungswerk über ostdeutsche Frauenbewegung. Okay. Vor und nach 89. Ja, ne? Dann haben wir also da schon so einen großen Bogen geschlagen und jetzt geht es halt um das Buch von Dieter Segert, ein sehr persönliches Buch, das hat mich auch sehr angesprochen daran, dass er eben nicht nur über die große Transformation schreibt und die politische Linke, das sind beides Begriffe, die man sicherlich auch nochmal kritisch hinterfragen kann oder was ist damit eigentlich gemeint, sondern es geht sehr, sehr stark auch um biografische Seiten, um die Frage des Scheiterns, ja nicht nur des Realsozialismus, sondern auch eines Lebensentwurfs und der Suche nach der großen Erneuerung. Und was er eben auch macht, ist, dass er versucht, also solidarische Beziehungen, die Umgestaltung des persönlichen Lebens zusammenzubringen mit einer großen Perspektive der Veränderung. Ja, Dieter, du hast das Wort und du wirst
Ja, danke schön. Vielen Dank. Mir wurde ja vorher auch gleich gesagt, ich soll nicht so lange reden, bei dem Wetter ist es ja auch schwierig. Für mich ist das kurze Reden natürlich wie für alle Redner immer das schwierigere Problem. Ich werde also ein paar Sachen weglassen müssen. Beginnen will ich mit dem Foto auf dem Umschlag, das übrigens... Die DDR hat es nie gegeben, steht hier unten. Ja, und der Platz, auf dem diese Schrift steht, ist das Ufer des Kanals, des Spreekanals, hinter dem der Palast der Republik stand. So, und als der abgerissen war, da hat irgendjemand diese Schrift draufgeschrieben und mein Sohn hat es gesehen und hat mir das nach Wien geschickt und ich war begeistert, weil ich fand, das ist eine sehr passende Formulierung für die Art und Weise, wie mit DDR-Architektur und Geschichte umgegangen worden ist nach 1990. Auch natürlich mit bestimmten Namen, die in der Geschichte eine Rolle gespielt haben und vielleicht auch überhaupt, wenn man so will, mit der kommunistischen Bewegung, die ja mit der DDR, also die gewissermaßen die an der Geburtsstunde der DDR ja stand. Also 1989, 90, besonders eben mit dem Prozess der deutschen Vereinigung ab dem 3. Oktober 1990, wurde denn vieles versucht, grundsätzlich anders zu interpretieren. Also Geschichtspolitik nennen das Politikwissenschaftler. Und die Frage ist natürlich, warum das so war. Und das hat ganz sicher sehr viel damit zu tun, wenn ich jetzt das mal von der Ebene der großen Politik her nehme, dass man die Probleme, die in der Transformation aufgetreten sind, versuchen wollte, allein der DDR in die Schuhe zu schieben, sage ich jetzt mal. Ja, also gewissermaßen die Schließung von tausenden Betrieben als Folge der DDR-Misswirtschaft. Nicht? Das war sozusagen eins dieser Geschichten und das war natürlich auch dazu gedacht, gewissermaßen diese Härten zu legitimieren und etwas abzubringen von der möglicherweise Vermutung, es würde was mit der Politik, beispielsweise der Treuhand zu tun haben oder der Politik der politischen Eliten in Deutschland. Ich habe versucht, in dem Buch zu belegen, dass aus der Erfahrung der Transformation auch ganz anderes zu lernen wäre. Ein Gesellschaftsvergleich auf Grundlage alltäglicher Erfahrungen wäre möglich und davon ausgehend ergäbe sich ein kritischer Maßstab zur Bewertung unserer heutigen Gesellschaft. Also das ist gewissermaßen mein Anspruch. Und etwas verrückt vielleicht klingt, dass ich das mit der ostdeutschen Perspektive jetzt eigentlich nicht nur auf mich beziehe, sondern auf die Ostdeutschen. Und würde man sich jetzt natürlich fragen, als aufmerksamer Zeitgenosse, wie denn das sein kann, dass die Ostdeutschen jetzt hier dargestellt werden als solche, von die lernen können und eine kritische Position entwickeln zu der heutigen Gesellschaft, wo sie doch im Augenblick vor allen Dingen deswegen vorkommen, weil sie massenhaft AfD wählen, die offensichtlich keine Kritik des Kapitalismus vorhaben, sondern eine, ja, wie soll ich sagen, ein Festfahren in der heutigen Realität, verstärkt noch durch nationalistische Abschottung. Also das, was ich hier als Möglichkeit sehe, die aus einem Gesellschaftsvergleich wachsen könnte, ist eine Möglichkeit, keine Realität. Ja, so ist es nicht so. Und ich habe ja auch kein soziologisches Buch geschrieben. Ich habe jetzt keine Umfragen gemacht oder habe nicht nachgeguckt, was haben die Ostdeutschen wirklich gelernt. Ich habe einfach versucht, vielleicht auch auf der Grundlage der Erfahrungen von mir selbst und von vielen meiner Kollegen, wir haben ja eine sehr intensive, am eigenen Leib erfahrene und auf Grundlage eigener Erfahrungen vorgenommene Analyse der Transformation vorgenommen. Und das ist ja teilweise eingeflossen in die Arbeit der Rosa-Luxemburg-Stiftung oder eben, was mich anbetrifft, eben in die Analyse Osteuropas. Ich glaube, dass diese Frage, warum so wenig gelernt wird aus dem Vergleich dieser beiden doch sehr unterschiedlichen Macht- und Gesellschaftsformen, also einerseits der DDR oder des Staatssozialismus und andererseits des heutigen neoliberalen Kapitalismus in der Bundesrepublik Deutschland und natürlich nicht nur hier,
dass das sicher etwas mit Lernblockaden zu tun hat, aber nicht nur der Ostdeutschen. Es hat auch etwas damit zu tun, dass aus 1989 eigentlich die politische Elite der Bundesrepublik, und damit zähle ich auch die intellektuelle Elite ein und auch großen Teile der linken Akademiker, meinten, nichts lernen zu können. Also Habermas zum Beispiel, nicht? Nachholende Revolution, nichts weiter, kommt nichts raus. Der Zusammenbruch des Staatssozialismus wurde gewissermaßen als ein Urteil der Weltgeschichte genommen und damit war das Ganze beseitigt. Und die politische Linke hat leider auch manches gelernt, was vielleicht, ich sage noch, was die politische Linke aus meiner Sicht ist, was vielleicht auch nicht so ganz ausreichend ist, nämlich sie hat zunächst einmal gelernt, dass es keinen Sinn macht, über große Perspektiven nachzudenken, Alternativen zum Kapitalismus, weil ja offensichtlich der sich irgendwie bestätigt hatte und die eigenen Hoffnungen vollkommen an den Baum gegangen sind. Also ich glaube, dass die politische Linke auch deswegen schwach ist, weil sie den Mut zu Veränderungen zum Teil verloren hat, auf Grundlage der ja wirklich nicht ganz einfachen Erfahrungen von 1989 und dem, was dann gewissermaßen nach oben gekommen ist, wo wir vielleicht vorher auch die Augen zugemacht haben oder einige jedenfalls weggeschaut haben. Man kommt nicht drum herum, natürlich daraus Lehren zu ziehen, aber man muss daraus nicht die Lehre ziehen, dass es nur eine kleine Politik oder eine Politik kleinen Schritte gibt. Ich habe hier auch versucht, in dem Buch zu definieren, was für mich links ist. Also ich fasse das ziemlich breit. Ich würde sagen, es ist soziale Gerechtigkeit. Es ist eine Gerechtigkeit, die ständig untergraben wird durch dieses Wirtschaftssystem. Also es ist natürlich eine konkrete Gerechtigkeit, nicht irgendeine allgemeine. Und es ist vor allen Dingen, ist links für mich das ständige Bemühen darum, die Bedingungen zu schaffen, dass jeder Mensch, der geboren wird, gleiche Chancen auf Entwicklung hat. Das scheint ein ungeheurer allgemeines, aber wie ich finde, außerordentlich anspruchsvolles Herangehen zu sein. Ich glaube nämlich, dass Politik sehr viel damit zu tun hat, dass aus meiner Sicht jedenfalls oder dafür tun müsste, dass der eigentliche Reichtum menschlicher Entwicklung wirklich gehoben werden kann. Und der besteht daran, dass jeder Mensch aufs Neue sozusagen seine Fähigkeiten, seine Wünsche und Träume verwirklichen kann und dass man eine solche Gesellschaft schafft, in der das zunehmend möglich wird. Ich glaube, das ist eigentlich der Grund. Ich werde hier aus den Kapiteln also ein wenig vorlesen und beginne mit dem Kapitel 2.4. Das Buch ist ein bisschen komplex, deswegen ist 2.4 etwas später und ich komme dann nochmal auf 1.4 zurück, aber ich beginne mit 2.4 und das ist überschrieben, mein erstes Lebensprojekt und sein Scheitern. Da habe ich übrigens lange drüber nachgedacht, also wie man das nennen soll, mit Christoph Link zum Beispiel diskutiert, ob das eine krachende Niederlage war, die wir erlitten haben oder so. Ich habe mich dann auf Scheitern mit mir selbst geeinigt. In den Jahren meines Studiums in Berlin war ich zu einem demokratischen Sozialisten mit intellektuellen Ambitionen geworden. Mein Weg dorthin war lang. Ich war in der erweiterten Oberschule, so hieß das Gymnasium in der DDR, und durch meine Mitgliedschaft in der FDJ, der Jugendorganisation der SED, als junger Kommunist sozialisiert worden, glaubte also an den Sieg des Kommunismus im Gefolge einer weltweiten Revolution. Erst nachdem ich mein Studium in Berlin begonnen hatte, keimten Zweifel an der Richtigkeit dieser naiven Überzeugungen. Meine Freundschaft mit Michael Nelken, einem Mitstudenten, der aus einer urkommunistischen Familie kam, übrigens im Unterschied zu mir, war der Ausgangspunkt meiner Zweifel. Sein ungarischer Großvater mütterlicherseits hatte die kommunistischen Parteien in Ungarn und Italien mitbegründet. Er musste die Länder jeweils nach dem Sieg der antikommunistischen Kräfte verlassen, war lange im Westbüro der Komintern, also der Kommunistischen Internationale, tätig gewesen, emigrierte nach 1933 in die Sowjetunion. Seine letzte Position war die eines persönlichen Beraters Stalins in italienischen Fragen. Er wurde Ende der 30er Jahre unter einer der üblichen ausgedachten Beschuldigungen als Verräter verurteilt und starb in einem sowjetischen Lager. Die Gespräche mit meinem Freund führten mich in die Anfangsgründe dieser tragischen kommunistischen Geschichte ein. Dort hörte ich zum ersten Mal, dass fast alle Kampfgefährten Lenins unter Stalin umgebracht worden waren.
Wir diskutierten Anfang der 70er Jahre intensiv die Frage nach den Ursachen dieser Verbrechen. Damit gewann meine Bindung an die kommunistische Ideologie einen völlig neuen Schwerpunkt. Von nun an ging es mir darum, die Ursachen der anhaltenden Deformationen des ursprünglichen Programms zu begreifen. Ich war überzeugt, dass es möglich sein müsse, das zu erreichen. Damit war ich bereit zu einem Wechsel in die Welt der Reformkommunisten. Von nun an interessierte ich mich für solche Schriften wie das politische Testament des italienischen Kommunisten Palmiro Togliatti sowie die Texte des ungarischen Philosophen Georg Lukács oder die Ansichten Imre Nagy, der im Oktober 1956 Ministerpräsident Ungarns wurde und 1958 von seinen Genossen hingerichtet worden war. Ich sage das jetzt mal so, weil die meisten hier wahrscheinlich andere Erfahrungen haben. Die sind einfach in eine linke Bibliothek gegangen, Bücherladen und haben sich die Dinge alle gekauft. Das war in der DDR ein bisschen schwieriger. Aber zum Beispiel das Testament von Palmiro Togliatti war im ND abgedruckt. Also ich brauchte bloß die alte Nummer des Neuen Deutschland heraussuchen und habe es dann gefunden. Und Georg Lukács ist ja auch bei uns veröffentlicht worden. Was nicht veröffentlicht wurde, haben wir dann irgendwie auf anderem Wege bekommen. Der 20. Parteitag der KPdSU war für uns eine wichtige Frage, aber vor allen Dingen die Frage, warum dieser Parteitag nicht die gewünschte Wirkung gehabt hat, oder zumindest aus unserer Sicht die gewünschte Wirkung. Warum war auch dieser Reformversuch letztlich gescheitert? Ab 1987 engagierte ich mich in dem von Michael Prie initiierten Projekt einer demokratischen Reform des Staatssozialismus, in dem die Modernisierungsrückstände und politischen Defizite jener Ordnung kritisiert und ein Weg zu ihrer Überwindung erarbeitet werden sollte. Das Projekt eines modernen Sozialismus führte Ende 1988 auf zwei Konferenzen, auf denen wir aus fast allen Universitäten der DDR jüngere vor allen Dingen Philosophen zusammengeführt hatten, zu ersten Ergebnissen. Wir haben etwas veröffentlicht, was damals in der DDR nicht ganz so einfach war, wie sich das anhört. Es gab gerade eine Verschärfung der Publikationsbedingungen. Man musste irgendeine Druckgenehmigung des Magistrats von Berlin, also der Stadtregierung, selbst universitätsinterne Papiere haben. Aber ich als ehrenamtlicher Parteisekretär der Sektion marxistisch-leninistische Philosophie konnte das zum Glück durchsetzen, dass wir 150 Exemplare druckten, und außerdem hat uns der Vizerektor der Universität Dieter Klein unterstützt und uns gegen Angriffe aus der Kreisleitung der SED verteidigt. Im Sommer 1989 haben wir dann einen umfangreichen Text veröffentlicht, der dann auch irgendwie etwas bekannter geworden ist als Sozialismuspapiere. Wir waren damals der Meinung, dass es um eine umfassende Demokratisierung des realen Sozialismus geht, dass der aufgrund seiner Defizite im politischen Bereich in eine Sackgasse geraten war und dass er nicht einfach so durch Fortführung der bisherigen Entwicklung aus dieser Sackgasse rauskommen konnte, sondern dass man dort ernsthaft etwas tun musste. Uns war klar, dass eine wichtige Aufgabe die Demokratisierung der eigenen Partei war, weil die Partei war die Machtinstitution, die zentrale Machtinstitution dieses Systems. Ich meine, der Parteiapparat nebenbei gesagt, nicht die Partei, also nicht die 2,3 Millionen Mitglieder, sondern der Parteiapparat mit seinen vielleicht 90.000 Mitarbeitern und auf jeder Ebene Kreisleitungen und anderen Organisationen. Wir fühlten uns unmittelbar verantwortlich, diese harte stalinistische Machtstruktur innerhalb der SED und im Parteistaat zu überwinden. Und damit waren wir dann in den Monaten Oktober bis Dezember beschäftigt. Wir haben zusammen mit anderen Parteimitgliedern uns bemüht, einen Sonderparteitag der SED einzuberufen. Das ist dann auch gelungen. In der ersten Hälfte Dezember 1989 fand dieser Sonderparteitag statt, führte eine vollständig neue Parteiführung. Es war ganz klar, dass diese Partei völlig anders sein musste als die bisherige. Also bis jetzt habe ich ja vor allen Dingen über unsere Erfolge gesprochen und werde jetzt darüber sprechen, warum ich von Scheitern rede.
Es gibt viele Aspekte einer Antwort. Der erste Aspekt ist ein objektiver. Also warum scheiterten wir? Wir scheiterten, weil auf der geschichtlichen Bühne weder in der DDR noch in Europa insgesamt die Überwindung von bürokratischem Sozialismus und monopolistischem Kapitalismus anstand. Vielmehr hatte eine Stabilisierung der gegebenen Ordnung des Westens eingesetzt. Der Zusammenbruch des Staatssozialismus war im Gange. Das Ende der DDR im Gefolge der sogenannten deutschen Wiedervereinigung zeichnete sich ab. Der Untergang des einen Systems stärkte das andere. Da jeder Mensch immer von den Möglichkeiten seiner Zeit abhängt, war unser engagiertes Bemühen um eine radikale Alternative in jenem Herbst 1989 vergeblich. Wenn man in einer Bewegung drinsteht, sieht man das aber nicht so ganz so schnell. Und wenn man das ständig sehen würde, würde man nie etwas tun, weil dann macht es ja gar keinen Sinn. Also man muss schon aktivistisch herangehen. Auf einen weiteren Aspekt meiner Situation wurde ich erst später aufmerksam. Auch wir als Gruppe junger Reformer hatten zu jener historischen Alternativlosigkeit beigetragen. Nicht allein die massive Einmischung der westdeutschen politischen Klasse in die ersten demokratischen Wahlen der DDR hat die beschriebene Situation herbeigeführt. Es war auch nicht die Kraftlosigkeit des sowjetischen Vorbilds, das Scheitern der gorbatschowschen Reformen, das die Existenz der DDR beendete und einer Fortentwicklung des Sozialismus in unserem Land die Grundlage entzog. Es waren zudem auch nicht allein die auf die geschichtliche Situation unvorbereiteten linken Kräfte in der Bundesrepublik, die einen solchen Erneuerung unmöglich machten. Wir haben natürlich versucht, damals Kontakte aufzunehmen, unter anderem auch mit Kollegen Fischer, Joschka, in Frankfurt, der uns erklärte, dass über Sozialismus man schon gar nicht mehr und schon jahrelang nicht mehr nachdenkt. Na gut, also da haben wir nicht besonders viel Anklang gefunden. Auch wir jungen Angehörigen der DDR-Intelligenz waren verantwortlich. Auch wir hatten einen Anteil an diesem Scheitern. Wenn ich das aufschreibe, klingt es mir selbst etwas vermessen, als ob ein geschichtlicher Wandel dieser Dimension von einer kleinen Gruppe hätte gemeistert werden können. Viele von uns hatten das in der DDR versucht und waren gescheitert. Ich nenne da ein paar Namen, Walter Janker zum Beispiel oder Rudolf Barrow. Und doch gibt es den Aspekt unserer moralischen Verantwortung. Alternativen entstehen in jeder Gesellschaft nur dann, wenn die kritische Masse an Handelnden, die auf Veränderung drängen, groß genug wird. Unsere Gruppe war durch unsere Verantwortung in der DDR zu lange für die kritische Öffentlichkeit unsichtbar geblieben. Wir waren teilweise aus Feigheit, teilweise aus tatsächlicher Schwäche zu spät aus der Deckung gekommen und hatten damit auch andere auf Veränderung drängende Handelnde geschwächt. Wir haben praktisch öffentlich das erste Mal am 15. Oktober agiert und das war ziemlich spät, also 1989. Ja. Da sind wir in einer durch das Handeln eines Mitglieds unserer Gruppe, Rainer Land, der hat ein Papier in eine direkte Übertragung des ZDF gegeben, wo vor allen Dingen Papiere der neuen Gruppen vorgetragen wurden und wir tauchten dort eben als Sozialismusprojekt an der Humboldt-Universität auf. Zu spät. In der Krise der DDR gelang es uns nicht, das Misstrauen einer breiten Öffentlichkeit zu überwinden. Unsere Thesen wurden von vielen als Mimikrie gedeutet. Auch DDR-Oppositionelle nahmen uns anfangs als die letzte Garde des alten Regimes wahr. Insofern lehnten es die neuen Gruppen wie das Neue Forum oder die SDP, die ab Sommer 1989 ans Licht der Öffentlichkeit traten, ab, mit uns zu kooperieren. Die Legitimation der neuen Kräfte in der Krise der DDR wuchs aus ihrem öffentlich sichtbaren Widerstand bereits ab den frühen 1980er Jahren in der Friedensbewegung. Wir aber hatten unser Dissidententum so entwickelt, dass unsere persönliche Entwicklungschance dadurch nicht gefährdet wurde. Politik in stürmischen Zeiten braucht Helden. Nur so entsteht das Charisma, das für Vertrauen in unübersichtlichen Situationen erforderlich ist. Ich hingegen wich der Gefahr aus. Ich war mir zwar bewusst, dass die Staatsmacht zu meiner Zeit nicht mehr so brutal gewaltförmig war wie zu Zeiten des stalinischen Regimes in den 1950er Jahren. Der Preis für oppositionelle Tätigkeit war kleiner geworden. Rudolf Barrow zum Beispiel wurde, ich glaube 1978, zu 8 Jahren Gefängnis wegen sogenannter landesverräterischer Tätigkeit, weil er ein Buch geschrieben hatte zur Kritik des Realsozialismus, verurteilt, kam aber nach einem Jahr aus dem Gefängnis frei und in die Bundesrepublik. Das heißt, mir war schon bewusst, dass es
dass es nicht mehr um das Leben ging, um mein eigenes Leben, aber es ging ums Gefängnis und ich wollte nicht ins Gefängnis. Ich fürchtete den damit verbundenen Verlust an Lebensmöglichkeiten und die Trennung von meiner Familie. Wenn unsere Legitimation in den Zeiten der Krise nicht beschädigt gewesen wäre, hätte es vielleicht gelingen können, gemeinsam mit den oppositionellen Gruppen eine glaubwürdige politische Allianz zu bilden und den Bürgerinnen der DDR einen anderen Weg aus der Krise des Staates zu weisen. Ob wir das geschafft hätten, weiß ich natürlich nicht. Aber wir haben zumindest es nicht ausprobieren können aufgrund dieser Situation. Und ich finde ja, dass dieses Jahr 1989-90 gekennzeichnet ist durch eine besinnungslose Flucht der Ostdeutschen in die Bundesrepublik Deutschland. Ja? Und ich habe da übrigens jetzt in APUZ auch einen Artikel dazu schreiben können über verpasste Chancen im 41. Jahr. Also APUZ kennen Sie sicher, ja. Und da ist das noch ein bisschen genauer ausgeführt. Also das erste Lebensprojekt und sein Scheitern, ich schreibe dann natürlich auch darüber, was ich dann danach versucht habe und gemacht habe und wie ich dann zu meiner Politikwissenschaft in Osteuropa gekommen bin und was man überhaupt an der Universität als Ostdeutscher mit seinen Erfahrungen dann lernen kann und machen kann. Das ist alles gut, aber das mache ich jetzt nicht, sondern ich sage 1.4, Kapitel 1.4, Erfahrungen mit dem neuen Geld und der neuen Wirtschaftsform. Und das ist jetzt ein Versuch, an einzelnen Punkten zu erläutern, was ich vorhin meinte, dass aus dem Systemvergleich etwas kommen kann, was diese Gesellschaft eigentlich braucht. Nämlich eine grundsätzliche Kritik, die natürlich nicht nur von innen kommen kann. Die kann von unterschiedlichen Aspekten kommen, aber sie kann auch kommen aus einem Vergleich einer solch ganz anderen Wirtschafts- und Lebensform, die sich in der DDR entwickelt hatte und dem, was man denn in der Transformation als Ostdeutscher erlebt hat. Ja, das war ja sozusagen ein knüppelharter Lernprozess. Und mitunter, wie man so schön sagt, geschlagene Armeen lernen gut. Auf jeden Fall ist es so, wie hat Daniel Dahn hat mal ein Buch geschrieben, das hieß Wehe dem Sieger. Sieger lernen jedenfalls offensichtlich so gut wie gar nichts. Und das ist eine Situation, in der eigentlich sehr viel zu lernen wäre, natürlich außerordentlich unangenehm. Gut, also Erfahrung mit dem neuen Geld und der neuen Wirtschaftsform. Vieles war neu im Wendejahr 1989-90. Wie sich der Lernprozess vollzog, zeigt sich eindringlich am Umgang mit einer zentralen wirtschaftlichen Institution von Warengesellschaften im Geld. Geld bekam mit der Währungsunion im Sommer 1990 eine deutlich andere Funktion für Arbeit und Leben der Ostdeutschen. Kapitalismus ist entwickelte Geldwirtschaft. Die DDR-Bevölkerung musste lernen, mit der überreichen Warenwelt und ihrem Geldausdruck zurechtzukommen. Der Überfluss, der von der SED-Ideologie für den Kommunismus versprochen worden war, hatte unerkannt in der Realität des entwickelten Konsumkapitalismus existiert. Allerdings war er nicht für alle erreichbar. Der Zugang dazu war über den Geldbesitz reguliert strikt ungleich verteilt. In der DDR war das Geld allerdings ebenfalls nicht ohne Bedeutung gewesen. Wer wenig Geld hatte, wie Studierende oder auch Arbeiterinnen in einfachen Funktionen, merkte das schon daran, dass es am Ende des Monats knapp wurde. Auch in der DDR gab es Menschen, die mehr hatten als viele und einige, die deutlich mehr hatten und es auch zeigten. Zur letzten Gruppe gehörten nicht nur hohe Parteifunktionäre, sondern auch eine zahlenmäßig größere Gruppe der Bevölkerung, Handwerker, Ärzte, einige erfolgreiche Künstler und Wissenschaftler. Und das beschreibe ich hier so ein bisschen, das ist vielleicht nicht denen, die nicht in der DDR waren, nicht so präsent, aber es ist tatsächlich so, es war keine völlig homogene Gesellschaft, sie war natürlich auch ausdifferenziert und ja, sicher auch nicht sehr produktiv ausdifferenziert, weil teilweise diese Einkünfte, die man erzielt hat, nicht auf Grundlage wirklich von Leistungen entstanden sind, sondern von bestimmten Monopolsituationen oder so. Ne? Als Handwerker hatte man einfach bessere Möglichkeiten, an Geld ranzukommen. Und es gab private Handwerker. Also das ist vielleicht auch nicht allen bekannt. Es gab bis zum Ende der DDR private Handwerksbetriebe, es gab private Gaststätten. Es gab übrigens auch privates Eigentum, Grundeigentum in begrenztem Umfang. Die Geburtsstunde des echten Geldes lässt sich wie folgt beschreiben. In der Nacht zum 1. Juli 1990 herrschte Silvesterstimmung. Einige in unserer Wohnanlage ließen um Mitternacht Raketen steigen.
Vor den Türen der Banken in den ostdeutschen Großstädten stauten sich die Menschen, die das erste Westgeld, also richtiges Geld, in Empfang nehmen wollten. Fernsehbilder dokumentierten den Jubel. Aus einem Fenster in unserem Hof rief ein angetrunkener Feiernder emphatisch: Deutschland, Deutschland. Nebenbei sagt ein anderer, rief, das habe ich hier nicht geschrieben, DDR. Aber das nützt nichts. Ich war damals, ich habe das gerufen, ich bin für solche Rufe nicht geeignet. Ich war damals ob dieses Enthusiasmus meiner Mitbürgerin frustriert. Wie konnten sie die Ambivalenz der Übernahme der D-Mark als Zahlungsmittel für die eigene Wirtschaft übersehen? Da der 1. Juli ein Sonntag war, konnte man erst einen Tag später einkaufen gehen. Die in den Tagen vorher immer leerer werdenden Regale in den Kaufhallen, also DDR-Supermärkten, waren nun prall mit allen möglichen Waren in bunten Verpackungen gefüllt. Alles Artikel, die nicht in den eigenen Betrieben erzeugt worden waren. Eben Westwaren für Westgeld. Die von westdeutschen Unternehmen übernommenen Einzelhandelsketten der DDR hatten die üblichen Produkte gelistet, wie im Westen. Nicht? Das ist klar, die blieben einfach dabei. Gar nicht unbedingt bösartige Absicht, das war einfach so. Die Währungsunion, der Beitritt zum Bereich der deutschen Mark, war ein Konjunkturschub für die bundesdeutsche Wirtschaft bis 1993 übrigens und der Todesstoß für die DDR-Betriebe, die ihre Waren nunmehr bestenfalls noch bei kleinen Händlern oder beim Direktverkauf im LKW herunter absetzen konnten. Das blieb so für einige Zeit und viele ostdeutsche Betriebe überlebten diese Phase nicht. In meiner Heimatstadt Salzwedel gab es zu DDR-Zeiten 5 größere Betriebe, eine Pumpenfabrik, ein Unternehmen der Erdgasförderung, ein Chemiewerk, das Düngemittel produzierte, eine Bierbrauerei und eine Zuckerfabrik. Der modernisierte Überrest der Pumpenfabrik und die Erdgasförderung existieren bis heute. Alle anderen Betriebe wurden bereits 1991 geschlossen. Das ist natürlich ein mikroskopisch kleiner Ausschnitt. Also Salzwedel ist keine große Stadt. Woanders ist viel mehr geschlossen worden. Millionen Arbeitsplätze gingen im ganzen Land verloren. Ich will hier allerdings nicht mich gründlicher mit der Privatisierung auseinandersetzen. Ich will bloß nur sagen, dass die Einführung des Geldes verbunden war natürlich mit der Einführung einer bestimmten Wirtschaftsform und damit aber auch das Geld eine ganz andere Rolle hatte als in der DDR. Also das Geld war, wie gesagt, schon vorher schon irgendwie real, aber es hatte überhaupt sehr begrenzte Wirkung. Man konnte nicht so viel damit anfangen. Mit dem neuen Geld, davon hing alles ab. Geld bekam eine besondere Bedeutung als Sicherheitsanker in einer unsicheren sozialen Situation. Die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes bewirkte eine Effizienzsteigerung der Tätigkeit und vernichtete gleichzeitig menschliche Produktivität, weil nunmehr alles auf den Erhalt des Status ankam, darauf der Gefahr einer plötzlichen Entlassung zu entgehen. Mit diesem Geld war der Weg in eine neue Wirtschaftsform bereitet. Das neue Geld hatte aber weitere soziale Eigenschaften. Marx schreibt, dass die Ablösung des Werts vom Gebrauchswert in der kapitalistischen Warenproduktion auch die Möglichkeit einer sich ins Unendliche verlängernden Jagd nach immer mehr Geld, nach Anhäufung von Reichtum schafft. Diese Jagd wird auch dadurch befeuert, dass Menschen im Konsum nicht nur elementare Bedürfnisse befriedigen, sondern sich über den Besitz von ausgewählten Statusgütern aus der Masse herausheben wollen. Das ist besonders dann wichtig, scheint mir, wenn der individuelle Lebenssinn verloren gegangen ist. Natürlich ist mit dem Geld in den letzten Jahren, insbesondere nach dem Jahr 2000, auch noch etwas verbunden, was wichtig ist, wenn man sich damit beschäftigt, genauer zu betrachten, was ich hier auch nur anreiße, nämlich dass die sogenannte Realwirtschaft und die Finanzwirtschaft völlig auseinandergegangen sind und die Finanzwirtschaft ein wahnsinnig großes Volumen, aufgeblähtes Volumen hat, was im Übrigen natürlich für alle diejenigen, die in der Realwirtschaft sind, also für alle von uns natürlich von großer Bedeutung ist. Diejenigen, die ein Bankkonto haben, erleben das jetzt gerade, nicht, was damit passiert, wenn keine Zinsen mehr gezahlt werden. Das sind ja alles Auswirkungen dieser Loslösung der Aufblähung der Finanzwirtschaft und wir haben bis jetzt das noch nicht geschafft, das wieder einzufangen. Ja, und das ist auch kein Zufall, glaube ich jedenfalls, dass das nicht gelungen ist. Mir geht es allerdings hier nicht um eine sachkundige Kritik der abgehobenen Finanzwirtschaft, sondern um den Lernprozess der Ostdeutschen im Umgang mit dem neuen Geld und der neuen Wirtschaftsweise.
Deren Einführung ließ immer noch unterschiedliche Verhaltensmöglichkeiten zu. Man konnte das Anhäufen von Geldvermögen zum eigentlichen Lebensziel machen. Ich kenne Menschen, die sich das Ziel stellten, zum Millionär zu werden und erst danach wieder über ihr Leben nachzudenken. Oder auch das Geld als nichts weiter als ein Mittel zum Leben zu begreifen. Und das finde ich allerdings ist eine ganz wichtige Formulierung. Der Marx hat sich ja damit schon auseinandergesetzt unter dem Gesichtspunkt der Entfremdung. Und ich finde, dass das immer noch eine ziemliche Aktualität hat. Diese negativen Tendenz zur Verselbstständigung des Geldbesitzes in unserem Wertekosmos ist in den letzten 175 Jahren seit Marx noch deutlich verstärkt worden. Viele überflüssige Käufe und Aktivitäten werden heute über die allgegenwärtige Produktreklame stimuliert. Ich muss mal sagen, das ist natürlich ein interessanter Weg von einer Mangelgesellschaft, wie wir immer so schön sagen, zu einer Überflussgesellschaft. Und man kann aber aus diesem interessanten Weg nicht nur lernen, wie wunderschön der Konsumkapitalismus ist, sondern man kann auch daraus lernen, wie völlig überflüssig und wie wenig mit den wirklichen Bedürfnissen das zusammenhängt, was da auf uns drauf zukommt. Dass es außerordentlich schwer ist, sich dagegen zu behaupten, gegen diese Flut von ständigen Kaufangeboten. Es ist aber noch mehr nötig, als sich nur ein individuell anderes Verhältnis zum Geld zu erarbeiten, das im Übrigen natürlich nur dann wirklich möglich ist, wenn man einigermaßen Geld hat. Ja. Also ich muss sagen, diese ganzen Überlegungen waren mir vor allen Dingen dann möglich, als die Kinder aus dem Haus waren und wir tatsächlich mal auf Grundlage meines stabilen Einkommens sozusagen tatsächlich mehr Geld hatten, als wir ausgegeben haben. Aber das muss einen ja nicht daran hindern, darüber nachzudenken, was Geld für einen bedeutet und was es nicht bedeuten sollte. Aber worüber man darüber hinaus auch nachdenken sollte, ist das Erbrecht. Der Marx hatte, das habe ich hier auch schön aufgeschrieben, mache ich jetzt aber nicht weiter aus Zeitgründen, will nur darauf verweisen, dass der Marx im Kommunistischen Manifest über die Abschaffung des Erbrechts, ich weiß nicht, ob das einigen mal aufgefallen ist, eine sehr radikale Forderung gesprochen hat. Und aus meiner Sicht ist da auch was dran. Und es ist nicht allein der reine Kommunismus, sondern das ist eigentlich, also Kommunismus im Sinne von Eigentumslosigkeit oder Gemeineigentum, sondern das ist tatsächlich eine Forderung der Aufklärung. Alle Menschen sind von Geburt aus frei geboren mit den gleichen Möglichkeiten. Und gleiche Möglichkeiten hat man nur, wenn ich der Familie und das Einkommen der Familie, das man bekommt, wenn die Eltern tot sind, sozusagen dafür sorgt, dass man unter guten Bedingungen lebt, und andere eben das nicht haben, sondern wenn tatsächlich für alle gleiche Ausgangschancen bestehen. Nur habe ich darüber viel diskutiert, über das Erbrecht, bin eigentlich immer mit großen Emotionen konfrontiert worden. Und ich bin ja ein Mensch, der über seine Freunde nachdenkt und die ernst nimmt. Und ich denke mir, so einfach ist das nicht. Einfach schnell zu sagen, wir brauchen kein Erbrecht oder so. Ja, Erben ist ja auch so eine Art eine Institution, die über den eigenen Tod hinweg tröstet. Ja, es konzentriert sich auf das Wohl der eigenen Kinder, auf die Fortsetzung des eigenen genetischen Codes. Und ist vererbbares Eigentum nicht zumindest zum Teil auch durch die fleißige Arbeit der Vorfahren entstanden? Kann man einfach sagen, das ist jetzt, soll weg sein und so weiter. Also darüber kann man ja lange diskutieren. Ich finde nur, dass darüber diskutiert werden muss. Und also beispielsweise in Österreich gibt es die absurde Situation, dass überhaupt keine Erbschaftssteuer gezahlt wird. Die ist damals abgeschafft worden, so nach der Methode, keine Vermögenssteuer, dann können wir auch keine Erbschaftssteuer erheben. Ne? So nach der gleichen Behandlung aller, die Reichen und die Armen werden gleich behandelt. Also das, ich finde, das ist ein Punkt, ein Tabu, das fallen muss. Das Erbrecht muss hinterfragt werden. Es muss eine wirklich intensive Diskussion und darüber vor allen Dingen von der politischen Linken geführt werden. Bisschen Zeit habe ich noch. Ja. Du wolltest ja noch einen dritten. Ja, ich habe ja noch. Ich habe ja hier noch einen Punkt und zwar. Ja. Ich hatte ja vorhin gesagt, die utopische Perspektive ist verloren gegangen. Ja, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe
ja, interessanterweise über Studium, über zwei sehr schöne Seminare mit Studierenden bin ich auf diese Frage der Utopien gekommen. Und dann habe ich mich auch wieder gefragt, ja, wieso sind die auf einmal weg? Ja, also ich meine, ich verwende den Begriff des Sozialismus nicht und ich sage hier in diesem Buch auch, Utopie gibt es eigentlich nur in der Mehrzahl, also als Utopien. Und natürlich ist eine Utopie auch nicht etwas, was man sich ausdenkt, sondern es wird geboren in verschiedenen utopischen Projekten. Aber also rechte Politik kann sich vielleicht auf die Bestehung, auf die Bewahrung des Bestehenden konzentrieren und damit darauf beschränken. Linke Politik kann das meines Erachtens nicht. Linke Politik muss grundsätzlichere Alternativen anstreben. Und das lässt sich nicht machen, ohne dass man auch einen gewissen utopischen Überschuss hat. Darüber habe ich geschrieben. Und dann habe ich zum Beispiel das Buch von Harari, von diesem israelischen Historiker gelesen. Der hat ja viele geschrieben, aber eins finde ich, war für mich besonders wichtig, Homo Deus, also der Mensch als Gott. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir eine Vielzahl von Utopien haben. Zwar ist 1989 sozusagen die soziale Utopie beerdigt worden, aber die technische Utopie, die ist, oder technische Utopien sind vielfältig vorhanden. Die Utopie der absoluten Machbarkeit von allem. Und für mich ist wichtig, dass das technisch Machbare nur dann wirklich realisiert werden sollte, wenn es einen sozialen Sinn ergibt. Das heißt, über den sozialen Sinn muss man streiten. Und das ist das Feld der Politik. Ja, und wenn die Linke das aufgibt oder wenn linke Parteien das aufgeben, ich meine mit der Linken nicht die Partei Die Linke, sondern ich meine damit die politischen Linken in unserem Lande, wären das aus meiner Sicht Teile der Sozialdemokratie, die Linke, sofern sie links ist, die Grünen, die ja auch Linke, also im Sinne von Forderungen der sozialen Gerechtigkeit stellen, ja, das ist ja auch die Grüne, Sie wissen das, ihr wisst das besser als ich. Ich bin ja in Österreich, sind die Grünen ja kurz verschwunden gewesen. Hier sind sie ja so stark wie nie. Also die Linken sind viele. Und die Linken, die politische Linke, muss sich diesem Thema zuwenden. Ich habe das hier nur an einem Punkt gemacht, nämlich der Demokratie. Ich habe gesagt, also Demokratie steckt in einer Krise als repräsentative Demokratie. Wir brauchen sie als ein System, wo die vielen gemeinschaftlich über das diskutieren können und zu Übereinkünften kommen können, wie das Gemeinwesen sich entwickeln muss, auf unterschiedlichen Ebenen. Ja? Und dafür braucht man natürlich Demokratie, und zwar partizipative Demokratie. Also wir brauchen eine Ausweitung der Demokratie. Das ist auch ein utopisches Projekt. Eine umfassende partizipative Demokratie, die in alle Lebensbereiche vordringt und überall sich gegen autoritäre Machtstrukturen wendet. Ich muss sagen, an der Universität habe ich das in Österreich sehr schön studieren können. Seit 2002 gibt es ein Universitätsgesetz, was im Wesentlichen die Mitsprachemöglichkeiten der Mitarbeiter, aber übrigens auch der Professoren, radikal reduziert und alles zentralisiert in Entscheidungen. Und wir haben an unserem Institut darum gekämpft, dass es anders ist. Und das kann man machen. Man kann darum kämpfen. Und wenn man in seinem eigenen Arbeitsbereich oder in seiner Gemeinde für Demokratie kämpft, dann lernt man auch etwas, was man brauchen kann in der politischen Demokratie. Und die politische Demokratie braucht das Engagement der vielen. Also die repräsentative Demokratie, wenn sie nur Wahldemokratie ist, ist eigentlich keine wirkliche Demokratie, demokratische Ordnung als Ordnung der politischen Gleichen, sondern sie ist ein Feld für die Durchsetzung starker Interessen und die Vernebelung dieser Tendenzen möglicherweise. Und dann ist man auch nicht davor gefeit, dass da irgendeiner die Karte hervorholt, dass Deutschland nur für die Deutschen, Österreich nur für die Österreicher da ist und Frankreich natürlich nur für die Franzosen, so wie die USA nur für die, ja, wie auch immer, USA-Bürger, ja, America first. Wir brauchen also also ich glaube, ein wichtiges Projekt der Linken müsste sein, der politischen Linken müsste sein, eine solche Entwicklung des partizipativen Wesens der Demokratie. Wenn das gelingen soll, muss natürlich auch mehr als nur die Politik verändert werden. Und auch nicht nur
die Demokratie eindringen in viele Lebensbereiche, sondern das kann nur getragen werden, natürlich auch von Parteien, aber nicht alleine von Parteien, sondern von Menschen, die aufgrund ihrer sozialen Bedingungen in der Lage sind, politisch aktiv zu werden. Das heißt also, sie müssen aus einer gewissen sozialen Verunsicherung herausgelöst werden. Das ist natürlich so ein bisschen so ein Widerspruch in sich, weil der Kapitalismus ja gerade von der sozialen Verunsicherung lebt. Ja. Aber solche Projekte wie, ich habe hier ein paar davon genommen, also beispielsweise Arbeitszeitverkürzung als solidarische Antwort auf steigende Produktivität. Warum reden eigentlich wir so wenig über Arbeitszeitverkürzung? Also irgendwie in Österreich ist gerade über die 12-Stunden-Tag und 60-Stunden-Woche oder so ist ein Gesetz verabschiedet worden. Ist doch absurd. Ja, ist doch absurd. Wir stecken in einer Zeit, in der auf Grundlage eben der technischen Möglichkeiten Arbeitsplätze massenhaft verschwinden. Ja, das heißt, man könnte das natürlich gemeinschaftlich in Arbeitszeitverkürzung umwandeln und damit hätte man dann auch Zeit für andere Dinge. Oder allgemeines Grundeinkommen als möglicher Ausweg aus steigender Arbeitslosigkeit. Ich habe das diskutiert, ich bin da ein bisschen skeptisch, weil es gibt natürlich unterschiedliche Modelle des allgemeinen Grundeinkommens, aber ich habe auch nicht geschrieben, dass es also, bedingungsloses Grundeinkommen. Bedingungslos habe ich nicht geschrieben, nicht? Weil es ist ja auch ein bisschen so eine Täuschung. Es ist ja nicht wirklich bedingungslos, aber es muss auch gewissermaßen nicht als Konzept entwickelt werden, wo ein billiger Sozialstaat rauskommt. Nicht? Das ist ja in einigen Konzepten ist es drin, dass man alle Sozialleistungen sozusagen in diesem Grundeinkommen bündelt. Das ist sicher nicht das, was wir brauchen. Bezahlbares Wohnen als dringliche Aufgabe. Wenn wir immer mehr, jedenfalls sehr viele von uns, ich nicht, ich habe jetzt eine Wohnung gekauft, ja, ich bin aus der Sache raus. Aber sehr viele, die eine Wohnung gemietet haben, immer mehr von ihrem Geld nur dafür brauchen, diese Wohnung zu halten, dann kann man sich natürlich nicht so sehr engagieren für andere Dinge. Also das heißt, das ist eine grundsätzliche, auch politische Frage. Ja? Und dann habe ich noch als letztes geschrieben, weil mir das so gerade, als ich das Buch geschrieben habe, bin ich aus dem zweiten, den dritten Lebensabschnitt hinübergeglitten. Ich bin ja jetzt in der, wie man in Österreich sagt, in der Pension. Und dann ist mir so eingefallen, dass ich glaube, viele ältere Leute haben das Problem, dass sie nicht recht zurechtkommen damit, dass was so viel wegfällt. Ja? Und von dem Alltagsrhythmen, vielleicht auch von dem Sinn, den man gehabt hat, von dem, was einem wichtig war. Man arbeitet ja nicht nur für das Geld jedenfalls. Viele machen das nicht nur und man weiß da nicht so richtig, was anzufangen. Und ich finde, es gibt so vieles zu tun. Also das wäre ja auch so eine Sache. Warum nicht noch mehr Energie da reinstecken, die Bedingungen für das Ehrenamt, wie man bei uns so schön sagt, für die freiwillige Tätigkeit, für das Engagement auszubauen. Und ich finde, solange man als alter Mensch noch gesund ist und lebenslustig, sollte man auch das nutzen und nicht bloß sich in Kreuzfahrtschiffen rumdrücken oder große Reisen machen, auch wenn ich gerade eine auf der Wolga vorhabe. Aber die ist ja hoffentlich nicht ganz so schädlich für die Umwelt wie die großen Kreuzfahrtschiffe. Man kann ja auch was anderes machen. Man kann ja beispielsweise sich um Demokratie kümmern oder um ein soziales Projekt. Das machen sich ja auch viele. Ich zum Beispiel habe jetzt auch sowas angefangen. Mehr Utopie wagen über Wege zur Erneuerung der politischen Linken steht da noch hinten. Und dann habe ich noch große Hoffnung aufgeschrieben. Ich habe mich ja in den letzten Jahren äußerst intensiv mit der Frühgeschichte der Menschheit beschäftigt. Ich finde es immer sehr eindrucksvoll, sich anzuschauen, wann das alles so entstanden ist, was uns heute ganz selbstverständlich vorkommt. Und dann ist es ja gar nicht so lange her, dass die Menschheit aus dem Stadium des Nomadischen ins Sesshafte gekommen sind und dass sie Städte gegründet haben und dass wir die Schrift entwickelt haben und natürlich auch den Staat erfunden und so weiter, den Krieg. Aber es sind insgesamt, das, was Zivilisation nennen, sind 10.000 Jahre. Und meine Hoffnung ist, dass wir es schaffen, die nächsten 10.000 Jahre uns nicht umzubringen. Das wäre doch schon mal eine große Sache. Ich will gar nicht davon reden, dass wir jetzt so lange aushalten, bis die Sonne zum roten Riesen wird oder irgend sowas. Ich glaube, die nächsten 100 Jahre sind entscheidend. Und wenn wir die schaffen, dann schaffen wir vielleicht auch die nächsten 10.000 Jahre. So, jetzt höre ich auf. Okay. Ja.
Thank you.